Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute Sonntag, am Tag der Aufnahme Sonntag, den 10. September. Morgen am Montag, den 11. September, geht meine Reise los nach Köln vom Schwarzwald. Um die direkter Weg, 450 Kilometer, glaube ich, waren es. Und ich wollte jetzt euch mal final zeigen, wie meine ganze Gepäcksituation jetzt aussieht. Ich muss aber ganz klar vorweg sagen, bevor ich jetzt euch gleich mein Gepäckzeug zeige, ich bin nicht in Köln, um Videos zu machen per se. Also das hier ist kein Videourlaub. Ich habe die GoPro dabei und ich habe das Handy dabei. Das war's. Ich habe keine Stative dabei, ich habe keine DSLR-Kamera dabei oder irgendwas. Also mir geht es da schon ums Urlaub machen. Ich möchte euch aber trotzdem so ein bisschen mitnehmen, ein bisschen begleiten. Ich habe übrigens das Gepäck auch dabei, dass ihr das Ganze jetzt mal so seht. Ich fahre jetzt auch schon nahezu mit voller Beladung gerade. Und ja, man merkt es ein bisschen, aber nicht so, wie wenn man jetzt jemanden als Sozius hinten drauf hätte. Ich glaube, ein Sozius-Mitfahrer würde man deutlich mehr merken. Das ist mehr so der Schwerpunkt, den man ein bisschen jetzt merkt durch die Rackpack-Tasche. Ich werde es euch gleich zeigen. Aber ansonsten, also die Seitentaschen merkt man gar nicht. Ich bin ja mit denen ausgiebig gefahren die letzten Wochen. Ich war mit denen auch einkaufen. Die merkt man an sich gar nicht. Wow, perfekt, perfekt, perfekt. Blinker ausmachen. Oh Gott, Alter. Er ist ja ständig was. Ich schreibe mal, kritzeln auch noch auf Badisch. So, ich zeige euch mal ganz kurz die Gepäcksituation. Zum einen Tankrucksack, muss ich sagen, habe ich jetzt gerade den Daypack drauf. Ich bin noch nicht final sicher, ob ich den Daypack mitnehme oder den GS. Aber hier hinten ist alles schon fertig verpackt, schon montiert. Ich fange mal an. Die ProBlaze H. Seitentaschen. Einmal hier mit Klett drüber gelegt, dann hier auf diesen, ihr habt es ja schon gesehen, auf diesen Metallbügel geschoben und dann hier mit einem, mit diesem Clipser hier gesichert. Muss ich sagen, habe ich die letzte Zeit die Seitentaschen schon ausgiebig getestet, beim zum Einkaufen und so, und ich finde die wirklich gut. Vor allem die haben, wenn sie leer sind, ein minimales Eigengewicht. Wenn ihr jetzt so ein Koffersystem euch holt, mit Hartschalenkoffer, das hat schon ein relativ hohes Eigengewicht. Na? Und dieses Textiltaschensystem ist sehr leicht. Hier haben wir die SWMotec Rackpack, Rearback, nein, Rackpack, SWMotec Rackpack, den dazugehörigen Träger. Da ist nämlich eine Gepäckbrücke dabei. Müsste, glaube ich, gehen. So. Ich habe jetzt nur die Züge hier schon so ein bisschen verstaut. So kann ich es euch zeigen. Kommt, für das Video machen wir das jetzt. So, das ist die eigentliche Tasche, wie eine Sporttasche. Hier an der Seite ist noch so ein Tragegurt dabei. Also ihr könnt die Tasche dann ganz normal tragen, wie so eine Sporttasche, eine Tragetasche über die Schulter. Ich habe jetzt natürlich den Gurt reingepackt. Das hier ist die Gepäckbrücke. Und ja, die ist riesig, aber ihr seht auch, die hat hier verschiedene Ösen. Man kann zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Campingurlaub machen, können wir hier hinten dran, da fest, noch eine Isomatte und noch ein Zelt machen. Zum Beispiel. Ist möglich. Oder einfach hier oben drauf, weil das hier reicht eigentlich für einen Campingurlaub. Noch einen kleinen Rucksack an und hier Isomatte und Zelt drauf. Wenn wir die Gepäckbrücke nicht brauchen, zack, dann ist das Ganze weg. Und das war's. Die Haltebügel hier, die Seitentaschen verhindern, dass die hier ins Rad kommen. Die kann man natürlich auch abstecken. Und dann sieht man nicht mehr viel. Also das ist für mich ein guter Kompromiss zwischen Funktionalität und Design. Ja, und die Tasche kommt so drauf. Die kann man auch theoretisch ohne dieses Trägersystem nutzen, aber so eine ordentliche Gepäckbrücke ist halt schon geil.
Na, muss ich jetzt nur noch alles wieder einhaken und dann wieder festziehen. Das ist was, was mir Kopfschmerzen bereitet, dass diese Bügelchen hier aus Kunststoff sind. Die, wo sich da einhaken, dass sie einfach aus Kunststoff sind. Es soll sehr stabil sein. Ich habe jetzt noch nichts Negatives gelesen, ehrlich gesagt. Ich finde es aber trotzdem, ja, bin ich jetzt kein so Fan von diesem Kunststoffzeug. So, ich habe jetzt halt schon hier, ihr seht, Schlaufen hier so befestigt, paar Mal drumrum und hier mit Clip befestigt, damit das ordentlich hier hebt, da fest. Also die Montage, die Befestigung an sich ist sehr easy. Wird die Praxis zeigen, was es taugt. Praktisch ist es allemal. Da ist jetzt auch nicht, das sind halt Klamotten drin, aber jetzt nichts Schweres. Also das ist ganz leicht. Über die 5 Kilo sollte man nicht rüberkommen. 130 km/h kann man damit fahren. Ist also laut Hersteller, der Hersteller segnet uns 130 km/h ab. Das ist eine gute Reisegeschwindigkeit. 130, 140 passt. Ansonsten, ja, der SW Motech Daypack. So für um die Akkus zu laden. Ich werde da noch eine Powerbank mit reinnehmen, weil das Handy braucht sehr lange, wenn ich das über die Kfz-Steckdose lade. Ich werde die Powerbank an die Kfz-Steckdose anschließen, quasi die Powerbank als Puffer nutzen und von der Powerbank aus GoPro-Akkus und Handy laden. Und die Powerbank hängt dann quasi während der Fahrt permanent an der Bordsteckdose. Aber wir haben einfach, weil die Powerbank einen besseren Strom-Output hat, also mit der Powerbank ist das Handy und die GoPro-Akkus mehr als doppelt so schnell, schneller voll, als über die Kfz-Steckdose. Ich habe das schon getestet. Ja, ansonsten, ich habe halt auf der einen Seite, hier kann ich vielleicht noch zeigen, da habe ich ein bisschen Bordwerkzeug drin, Schraubensicherung habe ich drin, dann hier das so ein kleines Werkzeug-Toolset von Vera und noch ein Engländer ist da drin reingestopft. Sollte uns irgendwas unterwegs irgendwas passieren, was habe ich da drin? Also ich habe hier gar nicht so maximal vollgeladen. Hier ist zum Beispiel gar nichts drin. Da werde ich einfach Getränkedose dann reinmachen. Wenn ich losfahre, werde ich ja sowieso noch tanken und an Tankstelle nehme ich ein bisschen was zu trinken mit. Ein bisschen Frühstück. Bei uns an der Rewe2Go-Tankstelle gibt es immer sehr geile Sachen. Brezeln und belegte Brötchen und so. Werde ich mir mitnehmen, werde ich dann hier eine Seite packen. Ansonsten hier, das ist eben der Gurt, den man dann hier so einklippt und auf die andere Seite. Und dann habt ihr eine ganz normale Tragetasche. Ist halt auch sehr, ja, schöner, wenn man damit in ein 4-Sterne-Hotel eincheckt mit einer Tasche und nicht mit so komischen Koffern. Also die Tasche einfach über die Schulter hängen. Die beiden ProBlazer-Taschen kann man ja dann hier mit dem Henkel zusammen machen und dann kann man die einfach so als Koffer tragen und in der anderen Hand den kleinen Tankrucksack oder den großen. Ich weiß es noch nicht, ob ich den kleinen oder den großen mitnehme und dann kann man alles unterwegs tragen. Heute Abend nochmal die Kette nachfetten und ja, das ist mein Gepäcksystem. Es fährt sich überraschend gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte eher erwartet, dass es sich sehr instabil fährt, sehr am Rumwabbeln ist und wegen dem höheren Schwerpunkt vor allem. Aber das geht. Ich denke mal, mindestens 5 Stunden werde ich unterwegs sein, weil ich werde jetzt auch nicht permanent nur Autobahn fahren, weil ich glaube, da werde ich bescheuert. Ein bisschen Musik hören für unterwegs. Ansonsten die SB Motech Sachen, die Seitentaschen, die ProBlazer werden mit, genauso wie die Rackpack Tasche, werden mit einer Innentasche geliefert, die ihr innen reinmacht. Und da packt ihr eure Sachen rein und dann macht ihr die zu und dann ist das Ganze wasserdicht von innen. Hier genauso habe ich jetzt. So, das ist jetzt quasi die Innentasche, die ist auch hier nochmal dann mit Klettverschluss gesichert. Und hier und da und da. Und die macht ihr zu, rollt sie so zusammen und dann ist das auch wasserdicht. Dann sind eure Klamotten wasserdicht. Und für den Tankrucksack gibt es einen ganz normalen wasserdichten Überzieher, den man drüber stulpt. Und dann sind eure Elektroniksachen auch geschützt.
Also, ne, Tankrucksäcke haben in der Regel eine Überziehtasche und diese beiden Taschen hier, also die Pro Blazers und die Rackpack-Tasche, haben eine Innentasche. Das, ja, ist halt so. Ich hätte mir gewünscht, und das ist ein sehr großes negatives Manko, dass sie nicht wasserdicht sind. Dann, warum hat man es nicht aus Metall gemacht? Das verstehe ich nicht. Diese Träger hier und das hier, diesen Bereich, alles aus Metall. Genauso wie dieser Sicherungsclip, der hier unten nochmal alles hält und sichert. Warum hat man das nicht aus Metall gemacht? Das verstehe ich nicht. Ich bin wahrscheinlich wieder einer der Ersten, bei dem unterwegs ein Gurt reißt oder so. Ich habe Ersatzgurte mit. Ich habe auch wahrscheinlich generell viel zu viel Gepäck mit. Elegant. Des Weiteren, ich habe die Lenkererhöhung wieder rausgemacht. Wieder weggemacht. Weil ich hatte ja zwei Probleme. Einmal, wenn ich an der Ampel im Leerlauf bin und dann in den ersten schalten will. Oder wenn ich hoch beschleunige und vom dritten in den vierten schalten will. Oh, Schluck auf. Ich habe gerade einen Schluck auf unterdrückt. Das hat gerade ein bisschen weh gemacht. Und da hatte ich die Probleme, dass ab und zu die Gänge nicht gleich reingingen. Da muss ich dann mehrfach drücken oder die Kupplung kurz nochmal kommen lassen und dann drücken. Ich habe jetzt die Lenkererhöhung raus. Also wieder Lenker auf Standardhöhe. Und ich habe seitdem keine Probleme mehr gehabt. Dadurch ist jetzt das Problem, wenn ich den, ne, der Lenker ist jetzt ein bisschen tiefer und wenn ich jetzt den GS-Tankrucksack nutze, bin ich ein bisschen näher am Rucksack und das, also der Lenkereinschlag funktioniert alles auch mit dem GS-Tankrucksack. Es fühlt sich aber alles ein bisschen klobig an. Es ist ja alles so voll. Deswegen werde ich wahrscheinlich den kleinen Tankrucksack mitnehmen und den GS-Tankrucksack wirklich, wenn man eine Tagestour macht und keine weiteren Taschen mitnehmen will, dann den GS. Aber für sowas, ich habe das Gepäck eigentlich ganz gut aufgeteilt. Deswegen werde ich hier einfach den kleinen mitnehmen. Und auch so, wenn ich stehe, also ich habe jetzt nicht Angst, dass sie die Maschine nicht mehr halten können. Also ich glaube, gepäcktechnisch habe ich hier alles ausgereizt und vor allem dieses SWMOTEC-System, wie ihr gesehen habt, wenn man die Gepäckbrücke wegmacht und die Haltestangen für die ProBlazer-Taschen, dann sieht man auch nicht mehr viel. Dann sieht man wirklich nicht mehr viel. Das ist für mich ein guter Kompromiss. Bruder, wo ist dein DB-Killer am Monokoyum? Und irgendwie die Supersportler, die verlieren alle ihren DB-Killer irgendwie. Ganz, ganz komisch. Ach, diese armen Supersportlerfahrer. Immer verlieren sie ihre DB-Killer. Naja, Leute, viel mehr gibt es jetzt auch gar nicht zu berichten. Ich will jetzt hier auch kein 30-Minuten-Video raushauen. Also Leute, haut rein. Das war's mit dem Video. Ciao. MV.